Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico und ich bin heute euer Pilot. Unser heutiges Reiseziel ist die Website amarate.me. Und zwar geht es darum, Produkte zu testen. Und wie das alles funktioniert, das seht ihr jetzt. So, wir sind jetzt auf der Amarate-Website bzw. Emirate. Emirate.me. Eine Plattform zur Vermittlung von Produkttests für Marktplatzhändler. Das heißt im Prinzip, du kannst dich hier als Händler anmelden, sowie auch als Produkttester. Wir werden uns heute die Variante der Produkttester angucken. Die Produkte sind entweder rabattiert, also haben Rabatt oder sind kostenlos. Also werden im Prinzip, du kannst dich bewerben auf ein Produkt und dann wartest du, bis du ausgelost wirst. Und wenn du das Glück hast, dass du gezogen wurdest, dann kannst du das Produkt auch testen. So, dann kaufst du das Produkt und dann sendet man die Rechnung im Prinzip als Bestellbestätigung innerhalb von 48 Stunden dahin. Wenn nicht, dann verfällt der Test. Und der Produktwert wird dann teilweise oder ganz via PayPal oder Gutscheincode bezahlt. Okay, bin ich ja mal gespannt. Nachdem du das Produkt erhalten hast, testest du es ausgiebig und verfasst unbefangen eine Rezension. Und du behältst das getestete Produkt kostenfrei. Okay, hier sind nochmal häufig gestellte Fragen. Also, wie werde ich Produkttester registrieren? Und nach kurzer Prüfung erhältst du den Zugang. Voraussetzungen, um Produkttester zu werden. Ah, gültige Amazon-ID, alles klar. Also geht es um Produkte von Amazon. Rezension verständliche Sprache, das ist natürlich klar und dementsprechend auch in Schriftform. Man muss es ja auch lesen können. Ja, Erfahrungen sind von Vorteil, okay. Zur Qualitätswahrung, Richtlinien, Produkttester zugrunde, das ist auch klar. So, Erklärvideo, hier gibt es sogar ein Erklärvideo. Okay. Das ist schön. Das Erklärvideo ist nicht verfügbar. Okay. Wir probieren es nochmal. Nicht verfügbar. Nicht so schön. Viertens, wie werde ich ausgewählt? Per Losentscheid. Habe ich zwar noch nie was von gehört, aber okay. Warum nicht? Fünftens. In welchem Zeitraum muss ich die Produkte getestet haben? 10 Tage. Sechstens. Müssen Produkttester per se positive Rezensionen schreiben? Ganz wichtig. Da hat der Jens einen Test gemacht, wo es zwingend erforderlich war, ja, 5 Sterne zu geben, was unglaublich ist. Aber hier steht nein, gewünscht sind ehrliche, unvoreingenommene Rezensionen, die vor allem für andere hilfreich sind. Na gut, wir werden ja sehen, ob das so ist. So, der Tester erklärt weiterhin, dass von ihm auf Amarate-Plattform veröffentlichte Inhalte seiner persönlichen Meinung entsprechen, der Anbieter von ihm keine positiven Testberichte bzw. Rezensionen erwartet und er die Urheberrechte an den veröffentlichten Inhalten besitzt. So. Das heißt, keine Fake-Rezension. Also kann man, je nachdem, ob man das Produkt gut oder schlecht findet, 1 bis 5 Sterne Bewertungen abgeben. Gut, dann werden wir uns mal registrieren. Also hier gibt es die normale Registrierung mit Facebook, Google oder auch mit Amazon. Wir werden uns jetzt mal mit Amazon registrieren. Die blöden Zeichen immer. Soll das denn sein? F oder was? So, wir haben uns jetzt mit unserem Amazon-Konto angemeldet.
Und jetzt brauchen die natürlich den Personalausweis, eine Kopie bzw. ein Bild von der Vorderseite. Also wahrscheinlich meinen die Vorder- und Rückseite. So, dann haben wir hier noch mal die Anschriften, Straße, Hausnummer und so weiter. Kommunikation, Handynummer kann man optional eingeben. Und die Konten und die Amazon-ID. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Na, mal schauen. Ah, sehr schön. Jetzt hat es endlich geklappt. Und zwar war das Problem, die beiden Anhänge für den Personalausweis, den man vorne und hinten fotografieren muss und dann die Datei einfügen muss. Denn ich habe das mit dem Handy gemacht und da war eine Dateigröße über 5 MB und die maximale zu sendende Größe war hier bei Emirate 5 MB. Also musste ich die beiden Bilder jetzt erstmal schnell komprimieren. Nachdem ich jetzt erfolgreich freigeschaltet wurde, das hat dann jetzt übers Wochenende gedauert, sprich etwa 2 Tage, kann ich euch jetzt mal die Benutzeroberfläche zeigen. Oben rechts auf dieses A hat man hier den Namen, die ganzen Stammdaten, die man hat, und hier kann man sich auch abmelden. Des Weiteren haben wir hier gleich die Produktdeals. Bei den Produktdeals bekommst du die Möglichkeit, die Produkttests anzunehmen. Sofern du einen Deal angenommen hast, kannst du das Produkt bestellen. Dann schickst du den Bestellnachweis zu und bekommst anschließend dein Geld zurückerstattet. Alles, was man noch tun muss, ist das Produkt nach eigenem Ermessen zu testen und anschließend eine Bewertung zu verfassen. Hier erfährst du mehr darüber. Funktioniert nichts, keine Ahnung, warum das nicht geht. Sale Deals. Da hast du die Möglichkeit, Produkte mit hohen Rabatten zu erwerben. Das Einzige, was man dafür tun muss, ist den Deal anzunehmen, das Produkt zu kaufen und wiederum die Bestellbestätigung zu senden. Bei den Hilfreich-Deals ist das dann so, dass Bewertungen verschiedener Produkte angezeigt werden. Dann kannst du entscheiden, ob du diese Bewertung beim Kaufen als hilfreich wahrnimmst und den dazugehörigen Deal annimmst. Dadurch kannst du dann an einer monatlichen Verlosung teilnehmen und hast die Chance, bestimmte Produkte zu testen. Auszahlungshinweis ist hier eine schöne Anleitung. Okay, hallo liebe Testergemeinschaft, hallo lieber Tester, liebe Testerin. So viel dazu. Produktdeals. Dann schauen wir uns mal ein Produkt an. Das können wir nehmen. Kohlenhydratreicher Shake aus 100% reinem Vollkornhafermehl. Für Definitions- und Massephase. Okay, wir nehmen mal den Deal an. Hiermit bestätige ich die Annahme des Deals und versichere, dass das Produkt innerhalb von maximal 48 Stunden zu bestellen und mit eigenen Mitteln vorzufinanzieren ist. Die elektronische Bestellbestätigung als Kaufnachweis zuzusenden ist klar. Nach einem Test des Produktes deine Rezension bei Amarate mit einer Frist von 10 Tagen zu veröffentlichen. Also ne, ganz wichtig, 10 Tagesfrist. Von einer Rücksendung oder Stornierung deiner Bestellung abzusehen. In einem Mängelfall des Produktes mit uns Kontakt aufzunehmen. Weitere Informationen und bei Fragen an die E-Mail. So, der Preis 0 Euro zuzüglich 4 Euro Versandkosten. Gegebenenfalls kostenlos für Prime. Okay, habe ich verstanden.
So, Deal angenommen. Ganz wichtig natürlich, ihr braucht ein PayPal-Konto. Dann wollen wir das Produkt kaufen. So, Spar-Abo möchte ich nicht. Einmalige Lieferung. So, jetzt. Ach ja, übrigens, ne? Vom Vorteil ist natürlich, wenn man Amazon Prime-Kunde ist. Denn damit bezahlt man für dieses Produkt keinen Versand. Auf jetzt kaufen. Vielen Dank, Ihre Bestellung wird bearbeitet. Jetzt geht's zur Bestellbestätigung. Gut, dann wird das weitergeleitet. Und zwar an diese Adresse. Bitte füge den folgenden Code in die Bestellbestätigung ein. So, dann werden wir das mal weiterleiten. STRGV. Hier ist der Code. Und dann an diese Adresse. So, das machen wir dann gleich mal mit einer Lesebestätigung. Gut. Und ab dafür. So, wurde erfolgreich versendet. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Ich werde mir jetzt noch vielleicht ein, zwei Sachen raussuchen. Und wenn der Shake denn da ist und ich mein Geld bekommen habe, dann machen wir uns daran, die Rezension zu schreiben, das abzuschicken und dann schauen wir mal, wie es denn aussieht. Bis dahin. So, ihr habt das jetzt gesehen, die Website, und wie das jetzt also ein bisschen funktioniert, wie die Übersicht ist und was man da also machen kann. Wie das sich nun denn weiterentwickelt, das sage ich euch auf jeden Fall in dem nächsten Video. Mein momentanes Fazit, ja, ist ein bisschen gespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ein, zwei Sachen funktionieren für mich da nicht so wirklich auf dieser Website. 3 von 5 Sternen. Aber mal schauen, das kann ja sich alles noch ändern. Alles klar. Dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.